Der Fug. Hey, die Sonne geht auf und Johnny... Ah, nee, es ist erst 3 Uhr morgens. Ich dachte gerade, schock mich. Und Johnny ist immer noch nicht fertig mit den Hausaufgaben. Ach. Oh, das ist so anstrengend. Au. Au, mein Hirn. Und der Teller dampft immer noch. Und ihr merkt auch schon, ich habe noch keine Ahnung für die Stimmen, für die Leute. Ach. Au. Au, mein Hirn, das tut so weh. Ich muss nachdenken. Ah. Der sieht wirklich so aus, als hätte er ernsthafte Schmerzen. Oh, stupid donk. Es ist so doof alles. Warum muss ich das machen? Boah, wie traurig er aussieht. Und der grüne Tellerduft wabert ihm in die Nase. Es ist so eine Chaosfamilie. Wo konnte ich? Hier konnte ich wegzoomen. Zoom. Oh. Zoom, zoom, zoom. Ich kann hier zoomt herum. Die einzigste, bei deren Stimme ich mir sicher bin, ist das Oma. Lass mich schlafen! Was hat sie denn hier? Unfertiger Raum? Dieser Raum braucht einen Fußboden und einen Wandbelag, um als komplett betrachtet zu werden. Wegen einem Loch. Stell dich nicht so an. Jetzt mal ehrlich. Man kann es auch übertreiben. Wir können ja hier einen extra Raum draus machen. Ach, den Baum hätte ich vielleicht wegmachen können. Und das Aussehen wollten wir doch noch ändern. Johnny Fico, rennst du hoch in deine Zimmer. Änderst du dein Aussehen. Ganz viele neue schwule Frisuren für Männer. Die müssen wir alle testen. Beziehungsweise, ich glaube, es sind Frauenfrisuren, die sich auch für... Freude am Unglück. Wow. Sims, die vom Bösen fasziniert sind, erfreuen sich am Unglück anderer, weil Sim gesehen hat, wie anderer Sim leidet. Ich will gar nicht wissen, von was sie gerade träumt. Huch. Ach ja, da fällt mir ein, ich habe ja noch extra ein Emily-Intro gemacht. Ich werde wahrscheinlich noch Intros, wenn ich Zeit habe, zu allen Charakteren machen. Ja, ich bin Michelangelo. Nee, das können wir nicht bringen. Tut mir leid. Nee. Hatte ich nicht noch. Wie wär's mit einem Blumentopf? Oh, nee. Das kann ich doch nicht bringen. Das sieht ja auch ein bisschen komisch aus. Das ebenfalls. Sowas sieht schon sehr schwul aus. Was ist... Ach, das sind wieder Sim-Punkte. Oh, hier. Perfekt. Bin mir langsam nicht mehr so wirklich sicher, welches Geschlecht dieser Typ hat. Oder natürlich hier ganz fein. Like a Sir und so. Nee, ich würde sagen, wir nehmen wirklich die komischen Haare hier unten. Irgendwie sieht er damit nicht so ganz glücklich aus. Das Ganze in Braun. Okay, wieder Zeit für eure Kommentare. Sollen wir diese Frisur behalten? Sollen wir eine von den anderen nehmen? Was haben wir denn hier noch? Haben wir die schon getestet? Ja, haben wir. Und sollen wir eventuell die Haarfarbe ändern? Das Braun finde ich nämlich auch ganz schön. Nein, das Orange ist ein bisschen zu krampfruf. Ah. Hatte ich. Nee. Passt. Passt schon. Mach einfach weiter. Boah, es ist gerade total kalt hier. Vielleicht mache ich doch noch eine Aufnahmepause und schmeiß meinen Heizlüfter an. Oh, ich habe mir die Haare gerade so toll selber geschnitten. Nein, hast du eigentlich nicht, aber... Schlaf. Und Oma, wach auf. Du musst Sabine verschicken.
Was wollte ich davor sagen? Ich weiß, das ist alles heute so durcheinander und so verplant und eigentlich Standard. Erstmal das Emily-Intro. Da hatten ja wirklich ein paar von euch, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber ein paar von euch fanden es, glaube ich, ein bisschen gruselig. Das hat mir schon gefallen. Und ich werde zu jedem Charakter, wenn wir irgendwelche besonderen Sachen haben, auch schauen, dass ich unterschiedliche Intros mache zu jedem und dann mal abwechselnde Intros. Je nachdem, zum Beispiel, ich denke mal, die erste Folge, das wird garantiert eine Oma-Angel-Folge geben. Da wäre dann halt das Oma-Intro davor oder hier Chantals Chaos-Zeug. Ja, je nachdem, welcher Sims halt dann dominierend in der jeweiligen Folge war, so wird das Intro aussehen. Das ist der Plan und im Allgemeinen für Sims, das Let's Play soll um die 100... Oh, schaut mal, wie schön hier die Sonne aufgeht. Ah. Das Let's Play soll um die 100 Folgen lang werden, weil eigentlich ist ja Sims 3 im Allgemeinen Sims ein Endlosspiel. Und ich habe vor, nicht nur Sims 3 zu spielen, sondern eventuell im Anschluss, also ich werde immer ja drei Let's Plays nebeneinander laufen lassen. Eines wird die nächsten paar Monate noch Assassin's Creed sein, ein drittes wird immer ein anderes Spiel sein. Da habe ich mir schon auch ein paar Shooter, ein paar Adventures und was es nicht alles gibt ins Auge gefasst, auch ein paar Strategiespiele. Das wird dann immer das zweite sein, was läuft und dieser scheiß Bauklotz wird jetzt verkauft. Das kann ich nicht machen. Emily braucht doch was, um Leute zu erstechen. Kann ich den nicht irgendwo hier hinlegen? Tut mir leid, Toni, die Efeukugel. Du musst leider Platz machen. Nein! Der Scheiß braucht zwei. Oh, Leute. Warum haben die so ein mistiges Misthaus. Nein, es hat jetzt gar kein Licht mehr in dem Zimmer. Bitte! Ja! Baby, komm da jetzt nicht mehr raus. Nein, dann hätte ich den eh vorher doch behalten können. Wurscht, wurscht, wurscht. Was wollte ich? Genau, und es wird immer ein endlos Let's Play mit 100 Folgen kommen. Das heißt Sims 3, Sims 2, Sims 1. Auch Sachen wie Minecraft, die kein Ende haben. Das ist der Plan, dass sowas immer alles auf 100 Folgen begrenzt wird. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann eventuell nochmal eine zweite Staffel mit 100 Folgen. Und der Schulbus kommt um 8 Uhr. Holleri und Holrio, es ist bald an der Zeit, dein Sim in die Schule zu schicken. Die gehen schon seit Ewigkeiten in die Schule. Mann, das Sims-Spiel ist so dumm. Ah! Mit Emily reden. Kannst du ihr nicht... das sieht ganz anders aus. Das braucht eine Emily Hunger, hat sie. Fütter die mal bitte auf dem Boden. Also nicht mit dem Boden, sondern auf dem Boden. Und dann brauchst du ein bisschen Spaß. Oh, was ist das denn hier? Ach, sieh an. Oh. Oha, wie mache ich das jetzt? Ah. Voll negativ. Ach, das kann ich dann wieder hier Facebook und der ganze Mist. Da will ich eh nicht. Frag schon gar nicht mehr. Schau mal, Ralf, ob jemand dir gesagt hat, wie du dein Klo entstopfen kannst. Das wäre nämlich deine Aufgabe für heute. Kann es sein, dass der Herd dreckig ist? Oma, isst doch einfach was. Bitte. Ich will nicht, dass du mir hier verreckst. So, ich habe mir gerade eben noch schnell ein Sweatshirt drüber gezogen. Das habt ihr gar nicht mitbekommen, weil ich das wie immer ganz nett geschnitten habe. Und Johnny, geht's scheiße. Geh fernsehen. Das ist die Lösung für all deine Probleme. Oh, ich fände das so lustig, wenn solche, wenn solche Hausschuhe so Quietschgeräusche machen würden bei jedem Schritt. Oder dieses Quietschentengeräusch. Ach, ich werde das einfach nachvertonen. Dann werdet ihr schon sehen, was ich meine. Oh, wie total in die Schule rennt. Sag mal. Was ist denn los? Willst wieder deine Feinde fertig... Später an den Hausaufgaben sitzen.
Scheiße. Und noch 14 Sekunden tut es ihr so weh, weil sie einen 14 Stunden, weil sie ihren Freund verloren hat. Geht Emily gerade von selbst aufs Klo? Schön wär's gewesen. Kitzeln! Ey, Ralf hat da echt keine Hemmungen. Ja, ich glaube, der hat schon so viel 4 gespielt. Also jetzt nicht 4, sondern 4. Komm, geh in die Schule. Hab Spaß da. Spaß in der Schule. Johnny, warum geht's dir immer scheiße? So, Oma ist wieder on the road. Was machen wir denn heute mit der guten? Geschirr spülen. Das klingt doch nach was. Und die Post können sie sich auch gleich mal nehmen. Ash Ketchum rennt wieder durchs Bild. Lalalalalalalalala. Hey, ich wollte hier gerade Coupons ausschneiden. Hier recyceln und so. Hast du uns gerade eine alte Zeitung vor die Tür geworfen? Geht's noch? Geh von der Zeitung runter. Aber die ist alt. Ich will eine neue. Hast du keinen guten Lesestoff? Hat Oma jetzt eigentlich ihren komischen Stinkefisch? Ralf, nimm dir mal ein paar Waffeln. What a Nubu. Ja, ja, Ralf redet schon in Internetsprache. Oh, jetzt hat Emily hier unten nichts mehr zum Spielen, weil wir den Klotz... Doch! Hier! Oh, da gab es auch ein paar ganz gute Namensvorschläge. Und ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Ich Vollhorst. Vitali! Was ist das denn für ein Name? Vitali, ist das ein Vitalbär? Ist er mit biologisch abbaubaren Weizenflocken gestopft? Der heißt, wenn dann, Ausgeburt der Hölle oder Tobi McTobenson von Totenschädelstein. Vitali. Nee, ihr hattet da ein paar ganz gute Namen. Oma muss sich noch kurz, muss hier ihre Fellkugel wieder ausrotzen. Mach mal leer. Was ist das denn? Fast ungenießbar. Ralf hat's geschmeckt. Das ist immer Oma. Benutz mal, dann schauen wir mal, ob jemand auf unserem Forum-Beitrag geantwortet hat und ob wir dann das Klo endlich entstopfen können. Nicht zu Chantal. Was wollte ich denn jetzt mit Oma? Ach genau, ob die irgendwelche... Ja. Fisch wiederbekommen. Pointillismus, jeder Buchhandlung. Wir können uns doch nicht mal ein Buch kaufen, weil das hier irgendwie 600 Simoleons kostet. Mit Rabattcoupon. Was hat denn die Oma hier alles in ihrem Inventar? Sag mal. Können wir gleich das ganze Zimmer hier neu dekorieren. Erstmal den... Nicht den Fisch. Gern den Fisch hier an die Wand. Drinnen, wenn es geht. Moment. Boah, das geht gerade ganz schlecht mit dem... Dreh dich doch einfach. Bitte. Kann ich das nicht... Ach. Ich will doch nur... Jetzt. Betrachte mal den Fisch. Betrachte mal unsere Sabine.